liebe ja solche Partien. Ich hoffe, Sie auch, liebe Zuschauer. Abendspiel, das Flutlicht ist an und ein wolkenloser Himmel. Angenehme Temperaturen, der Rasen in einem idealen Zustand. Zwei Top-Mannschaften in bester Spiellaune. Also tauchen Sie doch einfach mit uns ein in diese wunderbare Kulisse, in diese wunderbare Stimmung. Das San Siro hat etwas von einem gigantischen Amphitheater. Einfach nur beeindruckend. Und nun erheben sich alle für die Nationalhymne der Niederlande. Schon pure Emotionen. Da geht es jetzt um nicht viel, aber ein Spiel zwischen diesen beiden Top-Teams ist immer ein Genuss. Also es gibt keine echten Zwänge, weil es nicht um so viel geht. Und wir haben zwei Mannschaften, die für große Fußballkunst und Fußballkultur stehen. Es kann ein richtig überwältigendes Spiel werden. Ab geht's. Und er bezieht clever seinen Keeper ins Spiel mit ein. Da kommt der Pass in die Gasse. Da ist die Chance. Jetzt. Der Sturz für Deutschland! Mit dem Platz und der Zeit, die er da hatte, konnte er eigentlich gar nicht mehr daneben schießen. Da steht er völlig frei und der Pass kommt perfekt. Sie haben es ihnen leicht gemacht und sie haben das Tor. Nichtsdestotrotz, das muss man anerkennen, mit Bravour erzielt. Was für ein Auftakt. Physisch enorm präsent. Es gibt Freistoß für die Niederlande. Sie holen sich schon echt früh die erste Karte ab.
Er hält drauf. Ganz knapp da rechts am Pfosten vorbei. Der kann den Mitspieler nicht erreichen. Der kommt weit nach vorn. Gülit. Gut rausgespielt. Die Chance, das muss es sein. Nutze die Chance. Der Ball fliegt. Und nochmal drauf. Sie haben sich eine Menge vorgenommen, das sieht man. Aber in diesen ersten Minuten läuft es vorne noch nicht so richtig rund. Gefährlich, wenn er den kriegt. Und durch die Mitte. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Reuter. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Sehr gut verlagert auf die Seite. Es gibt Freistoß für die Niederlande. Uiuiui, er verlegt das Foul außerhalb des 16-Meter-Raums. Keine Verwarnung, der Unparteiische belässt es gerade noch so bei einer Ermahnung. Vorstoß über rechts. Bin mal gespannt. Ein langer Lauf Richtung Tor. So, dann werfen wir mal ein. Und einfach das Bein reingestellt. Da flankt er den Ball. Mit dem Ding. Und die nächste Chance. Für alle, die es verpasst haben, wir haben hier schon ein sehr frühes Tor gesehen. Und hier steht's 1:0. Verliert den festen Stand. Könnte durchkommen. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Matthäus. Ab auf die Flanke. Er schlägt die. Da steht Treffer! Versenkt! Das ist jetzt schon ein komfortables Polster. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen.
so, 2-0 jetzt also. Also beim Stande von 1-0 war die Partie noch ziemlich offen, aber 2 Tore Unterschied, das ist schon ein gewaltiger psychologischer Vorteil oder Nachteil, ganz wie man will. Es gibt Freistoß für die Niederlande. Und um ein Haar wär's passiert. Van Basten. Und der Konter läuft. Das war doch eigentlich eine vielversprechende Situation. Die anderen waren doch da. Warum bindet er sie nicht ein? Er probiert es mal mit dem Heber. Rijkaard hat gut aufgepasst. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Findet er ihn? Schon läuft der Gegenangriff. Da kommt der Flachpass. Da kommt er. Ja, sie bekommen hier den Freistoß. Vollkommen richtige Entscheidung. Das ist eine gelbe Karte. Deutschland. Schon mit 2-mal gelb. Wenn ich der Trainer wäre, dann würde ich ihm hinterher diese Situation 10-mal zur Strafe vorspielen und ihm immer wieder die Frage stellen, sag mal, was wolltest du da eigentlich? Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Und nun ab in die Kabine. Was sagst du zur ersten Hälfte, Hansi? Die Ausgangslage ist komfortabel. Wenn sie nachlegen, dann haben sie es schon früh geschafft. Ansonsten müssen sie aufpassen, dass der Gegner sich noch mal den zweiten Atem holt. Nach Durchgang Nummer 1, also 2-0. Der Start in die zweite Hälfte. Schönes Ding. Er versucht's. Der Pass ideal getimt. Wo ist die Passlücke? Es gibt keine Passlücke, also lupft er den Ball zu seinem Mitspieler. Aber der macht ihn nicht rein. Ab auf die Flanke. Da verheddert er sich. Das ist schlitzohrig. Da hat er den Überblick behalten. Da fehlt das entsprechende Timing. Es gibt Freistoß. Reuter. Reuter hat bereits ein Tor mustergültig eingeleitet. Da ist die Chance. Und er zieht ab. Da fackelt er nicht lange. Hauptsache weg. Van Basten. Und ab die wilde Fahrt.
da ist er vorbei. Schussgelegenheit. Ganz misslungener Schuss. Das zeigt, wie gut sie hier in die Konter reinkommen. Unglaublich viel Tempo und Dynamik. Jetzt kommt Verstärkung von der Bank. Na klar, der Trainer versucht mit dieser Einwechslung seiner Mannschaft einen zusätzlichen Kreativschub zu geben. Lieber zurück zum Goalie. Der Torhüter haut ihn weit raus. Gülit. Jetzt könnte was gehen. Souveräne 2-0-Führung. Bislang haben sie alles unter Kontrolle. Es geht über die linke Seite. Bin gespannt, was sie daraus machen. Ein Eigentor. Schade, so ein Tor zu kassieren ist wirklich bitter. Ab und zu passiert es eben. Da war der Zufall im Spiel, aber das macht's auch wieder spannend. Also das hat jetzt hier wirklich keiner erwartet. Naja, man muss mit einem solchen Geschenk natürlich klarkommen. Und auf der anderen Seite so ein Eigentor. Das musst du wegstecken und dann musst du dagegen halten. Guter Ball in die Gasse. Jetzt aber! Guter Pass und eine großartige Chance. So kann doch was gehen. Der Pass ist klasse, die Ballannahme auch. Nur der Abschluss, der stimmt nicht. Ab auf die linke Seite. Lang nach vorn. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Super, öffnender Pass. Rijkaard ist auf der Höhe. Der geht weit. Matthäus. Reuter. Er versucht's mit dem Abschluss. Ist dann auch ein bisschen Pech dabei. Okay, der Ball geht knapp am Tor vorbei, aber eins steht fest. Wenn die Dinger auf den Kasten kommen, dann wird es richtig schwierig, den Einschlag zu verhindern. Spiel geht weiter mit Einwurf. Kommt der an? Und der Mann an der Linie hebt die Fahne. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen, vielleicht noch den Ausgleich zu machen, egal wie groß jetzt in der Defensive das Risiko ist. Ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Jetzt geht er vom Platz und natürlich wird der hier gefeiert. Er geht vom Platz und Sie hören es, es gibt eine Menge Applaus für ihn. Die Fans sind einverstanden mit dem, was er heute angeboten hat. Den Ball weit rausgehauen. Van Basten hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Das war einfach schlampig. Sie müssen definitiv an ihrer Präzision arbeiten. Den hat er. Toll gelöst. Es gibt Freistoß für die Niederlande.
Er fliegt vom Platz. Die zweite Gelbe. Gelb plus Gelb macht Gelb-Rot. Jetzt kann er duschen gehen. Und jetzt geht's hier mal so richtig zur Sache. Die Emotionen schäumen über. Der Schiedsrichter hat eine Menge zu tun. Deutschland nur noch mit 10 Spielern hier unterwegs. Er schießt. Er ist einfach ein bisschen zu eigensinnig, hätte früher den Pass spielen müssen. Ein Lupfer, ja, warum denn nicht? Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Langer Abschlag vom Keeper. Ganz klar, Einwurf. Wenn man sie riechen könnte, dann riechen sie sie jetzt, die Ziellinie. Sucht die Schnittstelle. Ein Foul war es. Nur was innerhalb? Das ist sicher das Letzte, was sie gebraucht haben. Für mich ist das keine Überraschung, dass es hier Gelb gibt. Guckt euch das an. Die Spieler beteuern, dass sie hier nichts gemacht haben. Aber das interessiert den Unparteiischen überhaupt nicht. Also mir ist da schon die ein oder andere zu harte Aktion dabei. Das ist immer wieder sein Problem. Er weiß nicht, wie er seine Aggressivität kanalisieren soll. Kurz vor Schluss so ein Foul, ich kann es nicht nachvollziehen. Er gewinnt dieses Duell. Ach du liebe Zeit. Das ist natürlich auch eine Frage der Nerven. Und die haben hier nicht mitgespielt. Und wenn sie nicht mitspielen, dann kommt genau sowas dabei raus. Niederlande wechselt gleich noch einmal. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz. Wie der sich hochschraubt. Bitte einmal eine Fahrkarte lösen. Also sie hätten das Ding hier natürlich schon einfahren können. Jetzt müssen sie immer noch aufpassen, dass hinten nichts mehr anbrennt. Physisch enorm präsent. Müller. Die Nachspielzeit ist fast vorbei. Es kann nicht mehr lange dauern. Versucht ihn da zu klären. Das ist schöner Fußball, aber die Zeit läuft ab. Mit viel Gefühl. Der Referee pfeift ab und damit ist das Spiel beendet. Sicher hätten sie gerne noch das ein oder andere Tor geschossen, aber am Ende haben sie diesen knappen Vorsprung über die Zeit gerettet. Hansi, was hältst du von dieser Partie, die wir gerade gesehen haben?